Hallo und herzlich willkommen bei Atlas Küche. Heute möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie man Erdnusstaler zubereitet. Kommen wir zu den Zutaten. Dafür benötigen wir 500 Gramm geröstete Erdnüsse, 250 Gramm weiche Butter, 220 Gramm Zucker und Mehl, da habe ich jetzt keine Mengenangabe, weil das muss man dann einfach anpassen. Für die Glasur brauchen wir 300 Gramm dunkle Schokolade und 300 Gramm weiße Schokolade und Aprikosenmarmelade. Ich habe jetzt die feine genommen, weil die dann einfach besser streichbar ist. Butter und Zucker in eine Schüssel geben und gut miteinander vermengen. Ich mache das Ganze immer mit den Händen, weil ich das persönlich viel besser finde. Die Erdnüsse habe ich nach dem Röstvorgang in der Küchenmaschine ganz fein gehackt. Die gehackten Erdnüsse dazugeben. Die Masse wird dann etwas flüssiger, weil die Erdnüsse noch warm sind. Und dazu geben wir jetzt das Mehl. Und zwar so viel, bis man einen festen Teig bekommt. Ihr könnt es testen, indem ihr ein Stück Teigmasse nimmt und versucht es zusammenzudrücken. Wenn es hält und nicht auseinanderfällt, braucht man dann kein Mehl mehr dazugeben. Die Arbeitsfläche mit etwas Mehl bestäuben und ein Stück Teigmasse nehmen und darauf ca. 2 mm dünn ausrollen. Drückt nach dem Ausrollen die Seiten fest zusammen, damit es beim Ausstechen nicht auseinanderfällt. Ich habe eine runde Ausstechform genommen mit einem Durchmesser von 2 cm. Und wie ihr seht, kann man die Form am einfachsten rausnehmen und die dann einfach auf ein Backblech legen. Kekse bei 180 Grad Umluft ca. 15 Minuten backen. Die Marmelade in einen kleinen Topf geben und kurz erwärmen, bis die flüssiger wird. Einen Keks nehmen, die untere Seite mit Marmelade bestreichen und den anderen Keks darauf drücken, sodass die zusammenkleben. Den Vorgang wiederholen, bis alle Kekse aufgebraucht sind. Dunkle Schokolade im Wasserbad schmelzen lassen und die Kekse darin kurz eintauchen. Rausnehmen, kurz abtropfen lassen und auf ein Backblech legen. Dann mit weißer Schokolade beliebig Verzierung ziehen. Und mit der weißen Schokolade genauso vorgehen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Natürlich freue ich mich über jede positive Bewertung und über jeden Daumen, der nach oben zeigt. Hier unten könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr weitere Rezepte von mir erhalten wollt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.